Das beliebte Jurorentrio Joachim Lambi, Mozzi Mabuse und Jorge González ist seit der sechsten Staffel im Jahr 2013 fester Bestandteil von Let's Dance. Fans der ersten Stunde wissen jedoch, dass die drei nicht immer die Jury bildeten. Wir erinnern uns daran, welche Jurykonstellationen schon über die prominenten Tanzamateure urteilen durften. Bis zur fünften Staffel gab es, anders als heute, jedes Jahr vier Juroren. Joachim Lambi sitzt seit der ersten Staffel im Jahr 2006 durchgehend auf seinem Juryplatz. Zu Beginn der Show machten die ehemalige Eiskunstläuferin Katharina Witt und die beiden Tanzprofis Michael Hohl und Markus Schöffel die Jury komplett. Im zweiten Jahr gab es eine kleine Änderung. Der Musicalstar Ute Lemper ersetzte Katharina Witt. Anschließend legte die Show zwei Jahre lang eine Pause ein, bis sie 2010 mit einer fast komplett neuen Jury in die dritte Staffel startete. Für ein Jahr nahm die Profitänzerin Isabel Edwardson neben Herrn Lambi Platz. Außerdem stieß der Modedesigner Harald Klöckler dazu, sowie der österreichische Schauspieler und Sänger Peter Kraus. Während Herr Klöckler für zwei Jahre die Show bereicherte, wurde Peter Kraus im nächsten Jahr von Tanzprofi Roman Frehling ersetzt. Er stieß gemeinsam mit Mozzi Mabuse zum Jurorenteam, die in den beiden Staffeln zuvor als Profitänzerin an den Start gegangen war. In Staffel 5 durften Roman, Mozzi und Herr Lambi Maite Kelly in der Jury begrüßen, nachdem die Sängerin im Vorjahr zum Dancing Star gewählt wurde. Nach einem Jahr stiegen Maite und Roman aus und der kubanische Choreograf Jorge González wurde dem Publikum 2013 als neuer Juror vorgestellt. Damit machten Herr Lambi, Mozzi und Jorge ab Staffel 6 als Trio weiter. Mittlerweile sind sie ein eingespieltes Team, ergänzen sich perfekt und sind aus der Sendung nicht mehr wegzudenken.